Wer den eigenen Ruhestand planen will, der kommt an der Altersrente für besonders langjährig Versicherte eigentlich nicht vorbei. Das ist die Rente, wo du 45 Jahre Wartezeit für benötigst. Denn falls du diese Voraussetzung erfüllst, kannst du 2 Jahre früher in Rente und zwar komplett ohne Abschlag. Und bei uns melden sich immer wieder Menschen mit der Frage: Ich möchte aber gern noch ein bisschen früher in Rente. Kann ich denn mit einem kleinen Abschlag dann noch ein kleines bisschen früher in den Ruhestand? Herzlich willkommen beim Sozialverband Schleswig-Holstein. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist, nach allem, was ich so mitbekomme, ziemlich beliebt. Das kommt natürlich auch daher, weil wir hier vor allem Menschen finden, die lange Zeit ohne Unterbrechung durcharbeiten konnten. Du brauchst ja 45 Jahre und das macht sich auch in der durchschnittlichen Rentenhöhe bemerkbar. 2019 lag die mittlere Zahlung nämlich bei über 1.300 Euro monatlich. Das liegt weit über allen anderen Renten im Alter. Ein paar wichtige allgemeine Tipps zu dieser Altersrente nach 45 Jahren habe ich in einem anderen Video erklärt. Das findest du hier oben in der Ecke. Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist ja auch immer wieder von der Rente mit 63 die Rede. Selbst wenn große Tageszeitungen darüber berichten. Zur Wahrheit gehört aber auch, wann genau du nach diesen 45 Jahren Wartezeit in die Rente kommst, hängt immer von deinem Geburtsjahr ab. Wirf mal einen Blick auf die hier eingeblendete Tabelle. Wenn du zum Beispiel Jahrgang 1958 bist, könntest du auch über diese Rente nach 45 Jahren erst mit 64 ohne Abschlag in den Ruhestand. Und wenn du noch später geboren wurdest, geht es eben auch noch später abschlagsfrei in die Rente. Wenn du auf 45 Jahre Wartezeit kommst, dann kannst du selbstverständlich auch schon zum 63. Geburtstag in die Altersrente. Unabhängig von deinem Geburtsdatum. Aber dann sind wir nicht mehr bei der Rente nach 45 Jahren. Genau das bringen nämlich viele Menschen immer wieder durcheinander. Wir wären dann hier bei der Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die Form der vorgezogenen Altersrente, für die du nur 35 Versicherungsjahre brauchst. Natürlich geht das dann nur mit Abschlag und das Besondere, und hier macht es jetzt wohl den Unterschied, der Abschlag orientiert sich dann nicht an der vorgezogenen Rente nach 45 Jahren, denn wir sind ja hier in einer anderen Form der vorgezogenen Altersrente, sondern der Abschlag orientiert sich an deiner regulären Altersgrenze. Auch dazu blenden wir hier mal eine Grafik ein. Schau nochmal auf den Jahrgang 58. Wenn du jetzt hier zum 63. Geburtstag in die Rente möchtest, wäre das ein Abschlag von satten 10,8%. Eben weil wir uns die Regelaltersgrenze als Basis nehmen müssen. Natürlich kannst du nach 45 Versicherungsjahren schon zum 63. Geburtstag in die Rente. Aber je nach Jahrgang sind wir dann hier nicht mehr bei der Rente nach 45 Jahren, sondern eben bei der Altersrente für langjährig Versicherte. Und das kostet dann vergleichsweise hohe Abschläge. Dauerhaft natürlich. Ich hoffe, dass ich hier mit einigen Vorurteilen aufräumen konnte. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gern eine positive Bewertung da. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.